Hallo und herzlich willkommen bei Vegileo. Ich habe mir was überlegt und zwar möchte ich dieses Jahr Weihnachten mal was anderes machen, als was wir bisher gemacht haben. Wir haben bisher immer ein asiatisches Fondue gemacht, das ist im Chefkoch zu finden. Und ich möchte das dieses Jahr aber nicht mehr. Irgendwie hat mich das so nicht so richtig glücklich gemacht. Und ich möchte dieses Jahr mal ein veganes Menü kochen. Und jetzt habe ich mir verschiedene Sachen im Internet rausgesucht und habe jetzt erstmal angefangen, eins auszuprobieren, beziehungsweise zwei Rezepte, einen Braten und eine Soße. Der Braten, das ist ein gefüllter Seitanbraten im Blätterteig und die Soße, das ist so eine selbstgemachte braune Soße, die habe ich bei eatthis.org gefunden. Und diese beiden Rezepte habe ich jetzt getestet. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das geworden ist oder wie das überhaupt vonstatten gegangen ist. Und im Anschluss des Videos zeige ich euch oder erzähle ich euch dann auch nochmal, wie ich es fand und ob das mein Weihnachtsessen werden wird. Los geht's! Als erstes mache ich die Seitanmasse. Dazu gebe ich das Seitanpulver oder Glutenpulver in eine Schüssel. Das waren 175 Gramm. Und dann auch noch Hefeflocken, das waren 30 Gramm und die werden jetzt erstmal miteinander verrührt. Dann kommt noch eine Knoblauchzehe dazu, die habe ich jetzt in eine Knoblauchpresse gegeben und hineingepresst. Dazu kommt noch Tomatenmark, das mache ich auch immer bei meinen veganen Würstchen mit rein, wenn ich die mache. Das ist für die Farbe halt auch ganz gut, dann sieht das ein bisschen realistischer aus und Gemüsebrühe. Außerdem kommt noch Sojasauce mit hinzu. Und etwas mittelscharfer Senf. Das Ganze wird dann mit einem Löffel erstmal gut verrührt. Das geht auch ziemlich einfach und wenn sich das so ein bisschen von der Schüssel löst, kann man den Teig rausgeben und noch einmal mit den Händen gut durchkneten. Ich habe da jetzt so eine Kugel draus gemacht und die dann wieder zurück in die Schüssel gegeben und erst einmal zur Seite gestellt. Dann bereite ich die Füllung zu, die besteht aus Champignons, Zwiebeln und Knoblauch. Alles habe ich in kleine Würfel geschnitten. Dann habe ich zuerst die Zwiebel in einer Pfanne so glasig werden lassen, so ein bisschen angedünstet. Und danach habe ich dann die Champignons und die Knoblauchstückchen mit hinzugefügt. Das Ganze dann so lange gebraten, bis ein bisschen Flüssigkeit aus den Champignons austritt und bis sie so ein bisschen Farbe bekommen haben. Gewürzt habe ich sie dann noch mit etwas Salz und das war es auch eigentlich schon. Und dann habe ich den Blätterteig rausgeholt und ein bisschen ausgerollt und dann habe ich den Seitan da drauf gegeben und auch so gut wie es geht verteilt. Das muss nicht besonders schön sein und der Rand sollte frei bleiben, damit man es gut aufrollen kann. Dann habe ich die Champignonmasse darauf verteilt und das Ganze dann eingerollt und das geht wirklich sehr einfach. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt mal nicht im Schnelldurchlauf, sondern so, damit ihr das auch mal nachmachen könnt. Denn das war wirklich jetzt sehr einfach und das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe das Papier, was dabei ist bei diesem Blätterteig, das habe ich einfach zur Hilfe genommen, um den Braten aufzurollen. Und das hat wirklich sehr gut geklappt und auch von der Optik her war das richtig gut. Also wie gesagt, den Rand freilassen, so ein paar Zentimeter und dann klappt das wunderbar, so wie ihr das hier sehen könnt. Und dann ist der Braten eigentlich auch schon so weit, dass er aufs Backblech kann. Laut Rezept ist es empfohlen, ihn noch ein bisschen einzupinseln mit Öl und Pflanzendrink. Das habe ich auch gemacht. Ich habe etwas von meinem Landöl mit Buttergeschmack drüber gegeben, das eingepinselt und dann auch noch etwas Sojamilch. Und dann kommt der ganze Braten in den Backofen für ungefähr 50 bis 55 Minuten. Und in der Zwischenzeit, wo der Backofen oder wo der Braten dann im Ofen ist, habe ich dann die Soße zubereitet. Dafür habe ich jetzt eine rote Zwiebel klein geschnitten, sowie wieder ein paar Champignons, auch in kleine Würfel und das Ganze wird dann auch wieder angebraten. Ich habe das jetzt wieder mit diesem Öl gemacht und habe dann die Zwiebel und die Champignons da in den Topf gegeben. Und das bei voller Hitze anbraten lassen, denn das soll jetzt auf jeden Fall wirklich richtig feste anbraten, damit das halt auch Farbe bekommt, weil die Soße soll ja hinterher braun werden.
Und das muss man schon fast anbrennen lassen. Also wirklich auf voller Hitze, aber immer gut rühren und aufpassen, dass es nicht verbrennt. Und dann kommt noch eine Möhre in Stücken dazu. Also ihr seht jetzt hier am Boden, dass es schon ziemlich dunkel ist und so sollte es dann auch sein. Und dann kann man die Möhre dazugeben und die soll jetzt auch nochmal ein paar Minuten mitbraten. Und da kommt noch ein bisschen brauner Zucker mit drauf, damit das auch schön karamellisieren kann. Aber da muss man wirklich dann aufpassen, dass es nicht festbrät. Dann habe ich ein Lorbeerblatt dazugegeben. Im Rezept steht ein Thymianzweig. Den hatte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt da ein bisschen von dem Thymian-Gewürz mit zugegeben. Und dann das Ganze auch nochmal wieder angebraten. Und nach ein paar Minuten wird dann noch etwas Mehl drüber gestäubt. Das sorgt natürlich dann hinterher auch für eine Bindung und auch nochmal für Farbe, wenn das jetzt halt da noch ein bisschen mit anbrennt. Denn auch das soll nochmal ein bisschen mit angebraten werden. Im Rezept stand jetzt noch, dass man noch einen Esslöffel Margarine mit hinzugeben sollte. Da aber jetzt schon Öl drin ist, habe ich darauf jetzt verzichtet. Abgelöscht wird das Ganze dann wieder mit Gemüsebrühe. Dann kommt noch trockener Rotwein da hinzu. Und laut Rezept sollte es dann Rotweinessig sein, den hatte ich aber nicht und habe dann Balsamico-Essig genommen. Ein Teelöffel mittelscharfer Senf kommt noch damit rein und dann wird das Ganze gut umgerührt und muss dann erstmal einkochen, ungefähr 20 Minuten. Nach dieser Zeit sieht das Ganze dann so aus, dann habe ich das Lorbeerblatt entfernt. Und dann habe ich meinen Mixstab zur Hilfe genommen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Mixstab durchmixen oder durch einen Sieb streichen. Aber ich bin ja faul und deswegen habe ich das mit meinem Mixstab gemacht. Und so sieht die Soße dann aus. Bisschen dickflüssiger als eine herkömmliche Soße. Ja, aber vom Geschmack her ganz lecker. Ja, und jetzt habe ich das noch gewürzt mit ein bisschen Pfeffer. Und dann war die Soße eigentlich auch fertig. Also das stand jetzt, glaube ich, gar nicht im Rezept drin. Das habe ich aber noch damit hinzugegeben, weil ich immer finde, dass in so einer Soße auch ein bisschen Pfeffer gehört. So, der Braten ist fertig. Der kommt aus dem Ofen und sieht so aus. Aufgeschnitten so. Also von der Optik her finde ich ihn schon mal ganz gut. Der Blätterteig ist jetzt nicht so fluffig geworden. Das finde ich aber nicht schlimm. Und das komplette Gericht sieht jetzt so aus. Serviert mit Knödel und Rotkohl und nun kommt mein Fazit. So, ihr habt es ja jetzt gesehen. Also mein Resümee ist zur Soße. Die Soße fand ich ziemlich lecker, aber die Farbe von der Soße fand ich jetzt nicht so prickelnd. Irgendwie, naja, also wenn man jetzt auf das Bild guckt, dann erinnert mich das irgendwie an etwas, was nicht so viel Appetit anregt. Ich weiß nicht genau, ob ich das irgendwie anders hinkriegen könnte mit einem anderen Gemüse oder so. Keine Ahnung. Ich finde die Soße, die ich mal gemacht habe, ich verlinke euch die auch nochmal hier irgendwo. Das ist so eine ganz einfache vegane Bratensoße auf Mehlschützenart sozusagen. Die fand ich eigentlich vom Geschmack her noch besser und vor allen Dingen ist die viel, viel einfacher zu machen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn ich einen Braten mache, dass ich dann diese Soße vielleicht dazu mache. Die Soße, die ich jetzt hier getestet habe, fand ich zudem noch ein bisschen salzig. Da kommt ja Gemüsebrühe rein und auch noch ziemlich viel Sojasoße. Ich fand sie lecker, aber es war jetzt nicht mein Highlight. Zu dem Braten. Die Idee mit dem gefüllten Seitanbraten im Blätterteig finde ich super. Was ich jetzt nicht so toll fand, der Seitan war sehr fest und vom Geschmack her so leicht bitter. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu verwöhnt. Ich fand beides gut, aber beides war jetzt kein Highlight. Und wenn ich jetzt ein Weihnachtsessen koche, dann sollte das für mich ein Highlight werden. Und deswegen möchte ich noch weiter testen. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr vielleicht super tolle vegane Rezepte habt, die ihr schon mal getestet habt. Und schreibt mir doch dann die bitte unten in die Kommentare. Ich würde das dann auch gerne mal ausprobieren. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten und würde mich echt freuen.
Ansonsten finde ich auch im Internet noch bestimmt mehrere Rezepte. Ich habe da auch noch einen Nussbraten im Auge, habe ich auch noch nicht gemacht bisher. Okay, wir werden sehen, was draus wird. Ich danke euch jedenfalls erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.